Abo! Okay. Der will Schläge auf die Fresse. Na, komm her! Pisser! Boah! Ja, meine lieben Freunde, jetzt geht's wieder los hier bei Miscreated. Ich gebe zu, lange nicht gespielt, aber es hat sich auch ein bisschen getan. Ein paar Patches rausgekommen, zum Teil nur Bugfixes, ja, ist in Ordnung. Aber aufgrund diesen Patches gab es einen kleinen Server-Restart oder sowas. Und deswegen bin ich hier wieder in dem Haus, weil im letzten Part, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, sind wir das letzte Mal an dieser komischen Hütte stehen geblieben. Doch jetzt sind wir wieder in diesem Haus hier. Und ich habe einen Server mit Nacht. Es sind auch mehr Server dazugekommen. Das finde ich auch eine coole Sache. Und jetzt, das ist Nacht. Es ist relativ hell noch. Also es ist so um die 11 Uhr abends. Und es ist relativ hell noch dafür. Wir können ja mal die Taschenlampe auspacken. Also es ist auf jeden Fall noch ziemlich hell dafür, dass um 11 Uhr abends ist. Aber man sieht im Himmel Sterne und den Mond. Und es sind auch 20 Leute auf dem Server. Naja, um genau zu sein, mit mir 23 Stück. Bei meinen letzten Parts, da waren immer nur so 8, 9 drauf. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall gefasst machen auf mehr Action. Also das wird auf jeden Fall eine gute Sache. Wir werden mal hier reingehen. Ich denke auch mal, dass dadurch, dass mehr Leute auf dem Server sind, dass es auch zum Teil viel mehr, dass es auch viel ausgelooteter ist. Deswegen müssen wir mal gucken. Deswegen, wir versuchen nochmal irgendwie reinzukommen. Kann man sich gut verstecken. Naja, geht so. Weil Beine sind natürlich frei. Das sieht, und sieht man natürlich dann als Außenstehender. Aber hier, glaube ich, bekommen wir nichts mehr. Ich kann mal einmal kurz in mein Inventar gucken. Ja, das scheint alles noch da zu sein. Es ist einfach nur die Serverposition geändert. Und ich habe da auch so ein bisschen Paranoia. Ich muss euch sagen, Die Schritte, die Lautstärke von den Schrittgeräuschen, ne, das ist echt nicht ohne. Man macht sich da echt Gedanken, weil das hören andere. Aber ich kann die Schritte von den anderen natürlich auch hören. So, da ist einer. Ich habe ihn auch schon direkt wieder verloren. Der ist anscheinend irgend so ein Haus reingegangen. Wir gehen mal so weiter in den Wald rein. Weil ich finde das ja doch relativ gefährlich, hier so mitten auf den Straßen rumzulaufen. Vor allem bei 20 Leuten auf dem Server. Da kann schon mal der eine oder andere eine Knarre dabei haben. Die sind natürlich gierig. Gierig nach Sachen. Nach Loot. Nach was Essbarem. Und ihr wundert euch vielleicht, ich habe in meinen letzten Parts immer meine Stoppuhren gezeigt. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Das liegt daran, dass ich mit Action gerade aufnehme, mit Mirrorless Action. Vielleicht kennt ihr das Aufnahmeprogramm. Da ist schon eine integrierte Stoppuhr dabei. Ich sehe also oben rechts die FPS und darunter ist direkt eine Uhrzeit, wie lange ich dann aufnehme. So, pst, jetzt. Da in dem Haus ist einer. In dem Haus hier. Oder? Hier kriegt doch einer. Kriegt doch einer. Psst. Oh Gott. Psst. Psst. Verstecken uns hier. Okay, weiter. Scheint nichts weiter zu sein. Das heißt, der Typ ist wahrscheinlich jetzt einfach weg. Da musst du natürlich auch ein bisschen die Atmosphäre auch genießen, spüren. Ne? Also ein bisschen Action muss da drin sein, so wie das Haus. Das sieht mir interessant aus. Da möchte ich mal rein. Aber der war bestimmt da schon drin. Aber so eine Knarre wäre echt nicht schlecht. Viele sind natürlich auch auf Rucksäcke hungrig. Rucksäcke sind auf so Rucksäcki.
Auf, Rucksäcke sind so, wichtig in so Survival Games und nicht etwa so leicht zu finden. Deswegen sehr beliebt. Meine Schrittgeräusche sind weg. Gott. Also die Lichteffekte, da kann ich nur sagen, Hut ab, ey. Aber ich möchte die bitte jetzt nicht rein. Ich möchte bitte den Hammer haben. Damit ich mich natürlich verteidigen kann. Ich weiß auch leider nicht, inwiefern da neue Abschnitte hinzugekommen sind auf der Map. Oder ob es wirklich nur Bugfixes und Patches, also so kleine Patches waren. Aber die hatten schon etwas größere Megabytes, also ist auf jeden Fall nicht sehr unbedeutsam. So, jetzt wollen wir mal hier was gucken. Was ist denn los hier? Ist da nix? So, wir kriegen wahrscheinlich wieder Durst. Also ich habe das immer noch nicht so ganz herausgefunden. Im Internet steht auch nichts dazu. Und Crafting ist auch noch irgendwie schwer zu finden. Da muss ich auch nochmal auf jeden Fall näher recherchieren. Aber ich glaube, dieses Zeichen heißt Durst. Ja, wir können mal gucken, ob wir was zu trinken haben für den. Wir haben eine Soda. Ja, es scheint, dass ich Durst bekomme, wenn es heller wird. So, jetzt erstmal hier wieder die Treppe finden. So. Es scheint wieder irgendwelche Russen zu sein. Also da hat man schon natürlich in Rust auch schon die Probleme gehabt, wenn man das kennt. Blue Jeans. Haben wir eingesammelt. Also, ich sag mal so, ich habe nichts gegen Russen. Aber in so Online-Games können die einem wirklich auf den Sack gehen. Also, vielleicht habt ihr da auch schon so Bekanntschaften gemacht. Aber die zerballern einen einfach grundlos. Die machen gar kein Teamplay. Die hauen dir einfach, ob du jetzt was hast oder nicht. Bei Rust konnte man immer schön nackig rumlaufen. Das heißt, man sieht, wenn jemand was hat und was nicht. Und die haben die über den Haufen geballert. Also das war echt nicht schön. Und das hat auch keinen Spaß gemacht. Und dann haben die sich noch im Voice-Chat darüber kaputt gelacht. Ich finde, wenn man sich dann rächt an denen, dann ist man plötzlich ein Noob. Aber selber machen sie auch nichts Besseres. Also weiß man nicht. Aber es ist wirklich nichts gegen die persönlich. Ich weiß ja nicht, wie die sind. Aber im Gaming sind sie scheiße. Ne? Einfach scheiße. Wenn man das einfach mal so nennen darf. So, hier haben wir ein kleines Camp. Oh, das sieht nice aus. Wir packen mal die Taschenlampe aus. Das ist mir auch gerade scheißegal, ob da jemand ist oder nicht. Canned Meat. Auch geil. Wir haben schon wieder Durst. Boah, der hat aber... Der lebt auch im zweiten Luxus hier. Im zweiten Luxus. Weiß auch nicht, was das sein soll. Ja, Infos zur H1Z1, um jetzt ein kleines Thema zu haben, worüber man reden kann, während ich hier nur die Camps durchsuche. Da gibt es leider immer noch keine näheren Informationen. Also, ich würde das richtig gerne zocken, weil vor allem sollen da ja ziemlich viele Features sein. Aber ich bin gerade richtig Verfolgungswahn gerade. Naja. Also keine näheren Informationen zum Release-Date. Das heißt, kann euch leider auch nicht sagen, wann das Let's Play anfängt. Vielleicht auch sogar Let's Play Together mit dem Woods, aber schauen wir mal. Vielleicht aber auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie so die Lage ist, weil es ist bei den Survival Games natürlich immer so eine Sache, sich zu finden. Und wenn die Map sehr groß ist, dann, ja, also, das ist ziemlich schwer, sich zu finden. Aber ich weiß nicht, wie die das regeln wollen. Ob man da irgendwie so ein Freundesdingen... Hä, wo sind die Blue Jeans? Im Boden? Ob man da irgendwie so ein Freundesdingen hat oder so, ob man sich dann irgendwie reinjoinen kann... Da waren sie ja am Arbeiten dran, aber ob da jetzt irgendwas schon zu Early Access drin ist, weiß ich nicht. Ja, weiß ich einfach nicht. Oh, jetzt auch hier mal zum Spiel zurück. Hier haben einen kleinen Shop. Oh, das ist geil. Liegt da was? Ah, nee, das ist so eine Lampe. Eine Lampe. Ein Aschenbecher. Ja, und der Futz hat mir gesagt, er hat sich das Let's Play angeguckt und er hat noch gar keinen Mutant irgendwie gesehen. Das ist schade eigentlich. Also ich ja auch nur einmal im ersten Part. Und
Deswegen, also. Weiß man nicht. Oh, da ist eine Leiter, oder was? Ah, ne, eine kaputte Leiter. Schade. Aber ich wäre gerne jetzt aufs Dach gegangen, um so einfach die Lage abzuchecken. Aber es scheint mir doch alles ausgelootet zu sein. Und die Batterie, die scheint auch mir jetzt den Geist aufzugeben bald. Aber einfach, um die Lichteffekte so ein bisschen genießen zu können. Mache ich das jetzt gerade? Also irgendwie haben wir da nicht so viel zu looten. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Wald rein. Kann man die Taschen dabei gleich ausmachen. Okay, so schlägt man. Ach so, ja, mit. Oh, wo habe ich die denn jetzt hingetan? Hä? Oh nein! Alter, die leuchtet sie sogar, wenn sie liegt. Ich habe sie irgendwie gedroppt. Genau, mit Linksklick war es, ja. Hatte ich vergessen. Für die Leute, die jetzt hier anfangen wollen, macht doch mal hier Linksklick, ey. Mit links geht das. Nein, also. Also, da möchte ich jetzt nicht weiter. Ne? Drüber reden. Also, immer noch dunkel. Also, ich finde, das ist noch ein bisschen zu hell für eine Nacht. Also, ich möchte mal wieder zurück zu dieser Hütte. Ich werde mich mal unter den Baum verstecken hier. Kann man sich eigentlich nochmal hinlegen? Ich glaube, das ging nicht, ne? So, genau, irgendwas hatten wir aufgesammelt. Josta. Haut er sich direkt die ganze Suppe in den Hals rein. So, jetzt versuchen wir mal wieder zurück zu dieser Hütte zu kommen, wo wir in Part 2 stehen geblieben sind. Wenn ihr nicht wisst, welche Hütte, guckt am besten in Part 2, dann seid ihr da besser informiert. Oder eine Tankstelle, aber die muss ich noch durchsuchen vorher. Was ist das denn? So ein Hydrant, glaube ich. So, jetzt jump mal hier rüber. Das Gute ist ja, man merkt, wann die Mutanten kommen. Also, die sind nicht leise, die Dinger. Aber ich glaube, das ist immer so ein Zeichen, wenn du dir so ein Geräusch hörst, das ist ein Zeichen, jetzt darfst du losrennen. Ich würde mich gerne mal mit so einem Ding betteln. Die springen dann wahrscheinlich an wie, weiß ich nicht. Kein Plan. Wie so ein Jaguar im Angriffsmodus. So, wir müssten jetzt gleich schon wieder bei dieser Hütte sein. Wenn wir jetzt hier rauskommen, dann, ja, da sollten wir doch rauskommen. Dann müssen wir mal gucken. Nehmen wir mal die Taschenlampe raus. Aber das Licht ist ein bisschen dunkler geworden. Auf jeden Fall nicht mehr so hell. Ah. Das ist leider ein bisschen problematisch, weil im Wald ist es dann doch ein bisschen dunkler als gedacht. So, da hinten müsste die Straße sein. So ein bisschen Orientierungssinn habe ich ja dann noch. Weil ich glaube, in der Stadt, so bei 20 Leuten auf dem Server, weil die Map ist ja jetzt auch nicht so groß, dass ich hier einen auf Luxus bekomme. Es war auf jeden Fall so ein Waldweg rechts rein. Ich gehe mal so ein bisschen weg von der Straße. Ich finde, wenn die Sonne weg ist, dann sieht man auch nicht so richtig die Grafik von dem Spiel. Ist ja immer so, wenn kein Licht da ist, die Lichteffekte, die machen einen ganz großen Teil aus. So, da sind die Stones. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben, glaube ich. Aber ich glaube es auch nur. Es ist auf jeden Fall die Straße, so viel kann ich sagen. Und müssen wir noch den Waldweg finden. So. Es ist auch übrigens, ich gucke gerade so nach links oben, da steht ja das Miscreated-Zeichen. Wo ist denn dieser Waldweg? Ne, da steht dieses Miscreated-Zeichen. Ah, da. Da steht Pre-Alpha-Release, also das ist gar nicht Alpha, das ist noch Pre-Alpha. Das ist interessant, also ich dachte eigentlich, das wäre Alpha. So leicht kann man sich irren. Aber was ist dieser Weg hier? Ich gehe einfach mal hoch. Kann ja nicht schaden. Oh man. Aber da hinten geht es auch nicht zur Hütte, oder? Ja, da können wir ja dann gleich lang gehen. Oh, da oben steht irgendwas. Complete for Backgit. Oh, das scheint mir doch wieder irgendwie ins Nichts zu führen. Oh,
Boah, da hinten geht der noch lang. Oh, interessant. Sehr interessant. Bin echt gespannt. Aber so wie ich mich kenne, gehe ich jetzt wieder den Weg, da wo nix ist. Natürlich. Noch ist hier so ein bisschen Dürre, würde ich sagen. Mann, ey. Boah, jetzt läuft er hier den Berg hoch wie, weiß ich nicht. Wie bei so einer Rocky-Trainingseinheit. Aber, alter Schwede, hier ist ja noch ein Weg. Wo geht das lang? Oh, hier ist ein Bach. Auch geil. Ist da hinten ein Weg? Seht ihr das? Ich gehe da mal hin. Also sowas finde ich interessant, diese Weitsicht zu haben. Weitsicht zu haben. Ich rede schon wie Yoda. Oh, ich glaube, das ist ein Gebiet, wo wir nicht reinkommen. Das könnt ihr knicken, glaube ich. Aber einfach diesen Weg entlang zu laufen, macht schon Laune. Das ist so ein typischer Weg, den man mit dem Auto dann fahren kann. Denke ich. Ja. Ist interessant. Es ist echt interessant, aber kein Haus. Ne? Warum sind hier Waldwege, wenn hier kein Haus ist? Oder wenigstens so eine Hütte am Rand. Mal. So, und jetzt gleich kommt dann wieder... Du verlässt das Spielgebiet. Oh, was haben wir hier? Footpath. Footpath. Ja, welchen nehmen wir? Ich denke, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter bergauf. Also noch kann man nicht viel sehen. Und auch keine Hütte. Aber ich möchte halt so ein bisschen in den Bereich kommen, wo nicht so viele Spieler sind. Oh, da ist eine Straße. Trotzdem den Waldweg weiter entlang. Es ist einfach eine geile Atmosphäre mit so einer Taschenlampe, ne? Muss man einfach so sagen. Boah, ey. Jetzt fehlt nur noch so ein Schrittzähler. Es fehlt einfach nur noch dieser Schrittzähler, der mir sagt, du hast dir die Beine kaputt gerannt für nichts. Renn, Forrest! Los! Gib zu nah, du Affe! Gib doch jetzt mal zu nah. Da ist dieses merkwürdige Haus. Wenn man da so ein bisschen... Da sieht man es rechts jetzt. So, kleiner Schnitt, sorry für das. Privat und so wieder. Ach man, dahin will ich. Zu diesem Haus da. Wo führt dieser Weg entlang? Boah, nee. Seht ihr das da? Hier ist nichts. Oh mein Gott, ey. Vielleicht kommen wir über die Stones. Komm, wir gehen über die Stones. Oh fuck. Ja, komm, wir buggen uns rein. Yo. Ah, da ist die unsichtbare Wand. Oh, geile Aussicht. Aber irgendwie bin ich im Stein drin. Ja, kann man sich voll gut verstecken. Aber es ist eine geile Aussicht, muss ich sagen. Screenshot Time. Wobei irgendwie ist das mit dem... Was ist denn das mit dem Himmel da? Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Ein bisschen sehr abgeschnitten. So, ja, ich würde sagen, ich mache ja ganz kurz einen Cut, weil dann müsst ihr nicht mit hier mit gucken, wie ich hier am Runterrennen bin wieder. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier wieder ein bisschen weiter runtergerannt und was ich hier gerade beim Runterrennen gesehen habe, sind diese paar Hütten da.
Das sieht interessant aus. Das sieht echt interessant aus. Deswegen, auf jeden Fall mal hingehen und anschauen. Meine Güte, läuft ja langsam die Treppen, oder? Ach, die Treppen. Den Berg, meine ich. Meine Güte, ne, ich bin so ein Dullender. Ja, und da hatte plötzlich dann die Stadt kein Geld mehr. Ja, plötzlich hat man dann nur noch so eine Dampfwalze drüber geschickt und dann war da auch eine Straße. Ja. Es ist alles. Ist doch alles, weil der kein Geld hatten. Da wurden die Leute gierig und dann wurden sie zu Mutanten und jetzt laufen wir hier. Das ist doch alles dasselbe. So. Oh, das ist eine Scheiße, aber hier. Oh, was haben wir denn hier? Pick up Corn. Nehme ich gleich mit. Das ist so ein Traktor. Boah, ich hoffe einfach, dass ich jetzt so eine Knarre hier finde, ne? Das wäre obergöttlich. Das wäre richtig göttlich, aber ich kenne ja mein Glück. Mein Glück ist so richtig scheiße einfach. Naja, aber Essen und so, da sind wir ja versorgt. So, hier ist auch nichts. Was ist das denn? Ach, hat sie da hängen Schuhe? Dachte schon, was soll das denn sein? So, da haben wir noch. Oh. Boah, jetzt so eine Schrotflinte, Leute. Puh. Bitch, please. Bitch, bitch, please. Sehe mich gleich schon am Ende des Parts, liege ich am Boden. Blutend. So, ja, jetzt immer hier. Bisschen die Taschen aber benutzen. In so einer Garage haben wir den Hammer gefunden. Warum denn dann auch nicht eine Knarre? So eine Werkstatt, da verbirgt sich doch echt immer mal was, oder? Da kann man sich doch nicht. Ach, was ist denn hier los? Hier ist nichts, ey. Hier ist echt nichts. So, jetzt gehen wir mal hier in das Haus rein. Hey, du! Ich mache mich mal so ein bisschen erkennbar. Hey. Oh, jetzt ist aber hier Party. Na, jump, komm. Abo. Okay. Der will Schläge auf die Fresse. Na, komm her. Pisser. Boah. Und du auch direkt. Komm her. Hä? Komm her. Affe. Hier war doch noch einer, oder? Okay, der hat da nichts dabei. Und der? Auch nix. So. Ja, also, wer mich boxen will, der kriegt. Der hat dann einfach verkackt. So, hier war noch einer. Jetzt werde ich einfach zum Bandit, ne? Ich habe nichts getan. Ihr habt es gesehen. Ich habe den nur angeleuchtet. Da hinten ist er. Wir warten, bis er runterkommt. Dann aus dem Hinterhalt. Na?
Na? Na? Komm. Du Affe, ich porte mich hier rum. Komm her. Ha, du Affenkopf. Bam. Give me some of your melons. Haha. Lass mich doch hier nicht verkackeiern. So, ein Heatpack brauchen wir jetzt aber nicht. So, danke. Ich habe nichts getan, Leute. So, ich denke, der hat ja eh alles. Da haben wir noch so eine Kette. Aber ich meine, wer Böses tut, der wird dann auch irgendwann bestraft. Also, ich werde dann auch irgendwie nicht lange überleben. Denke ich. Deswegen, wir verschwinden mal im Wald, um sicher zu gehen. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen. Ja, und jetzt beschwert er sich über mich. Ich meine, wer mich angreift, ne? Das, die waren locker zu zweit unterwegs, weil er ist nämlich, um Wache zu schieben, ist er nämlich vor der Tür geblieben und hat mich dann angegriffen. Also, ich muss mich ja da auch rechtfertigen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch gewesen. Und er wollte mich boxen. Dann kriegt er mit meinem Hammer zu tun. Ich habe ihn nur angeleuchtet. Das heißt, an sich kann er sich das seinem Freund zuzuschreiben, ja. Er hat sich einfach zu seinem Freund. Er kann sich bei seinem Freund bedanken, sagen wir es so. So, wir werden jetzt hier in diesem Wald mal uns hinhocken. Und wir sagen, danke fürs Zusehen bei Miscreated Part 3. Ja, war auf jeden Fall actionreich. Wir essen nochmal eben schnell was. Nails haben wir. Can meat. Und dann haben wir doch sicher noch was zu trinken. Perfekt. So, jetzt sind wir ausgestattet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die kleine Action-Szene hat jetzt gerade richtig kaputt gehauen, haben wir die drei. Ach ja, beim Drehen macht er auch Geräusche. So, wir gehen mal ein bisschen weiter rein hier so. So, also ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir ein Däumchen hoch. Jetzt haben wir ja gleich so ein bisschen Action gehabt. Ich hoffe, das geht so weiter. Ja. Und am besten nochmal ein Abo dalassen, vielleicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Miscreated. Bis dahin, ciao, ciao.